den lästigen Hai zumindest vorübergehend loswerdet. Ihr habt ja die Möglichkeit, den Hai abzulenken mit dem Haiköder. Finde ich persönlich aber mühsam. Erstens braucht ihr bestimmte Fische, um den zu machen, bis ihr die gefischt habt, die richtigen. Kann dauern. Zweitens hält dieser Haiköder nicht lange an. Besser ist es, einen Hai zu töten, dann habt ihr mal eine Zeit lang Ruhe und könnt so richtig ausgiebig tauchen und nötiges Zeugs abbauen. Das geht natürlich auch mit dem Holzspeer, aber halt schneller mit dem Metallspeer. Aber Metall wächst halt nicht auf den Bäumen. Der weitere Vorteil, wenn ihr den Hai tötet, ist, ihr habt nicht nur Ruhe vor dem Hai, sondern ihr habt auch noch einen lustigen Haikopf. Und ihr bekommt vier große Haifischsteaks, die ihr braten könnt, die dann recht ergiebig sind. Wir gehen mal ins Wasser. Ich zeige euch mal, wie ich das so mache. Der Herr Hai wird sicher schon irgendwo sein. So, hat mich schon erwischt. Also, ihr wartet auf ihn. Zumindest solange ihr keine Flossen habt. Das zeige ich euch danach noch. Und dann, wenn er kommt, tack. Ja, okay, Vorführeffekt. Zwischendurch mal Luft holen. So, das wiederholt ihr mit dem Holzpfeil, Holzstab leider sehr oft. Bis der Hai irgendwann tot vor euch liegt. Ja, logisch, wenn ich es zeigen will, geht es nicht. Einmal rechtzeitig. Dem Moment, wo so das Maul auftut und so richtig kommt, ihr werdet irgendwann diesen Moment kennen. Dann zustechen. Wie gesagt, viel schneller geht es mit dem Metallpfeil oder Metallspieß, den nehme ich jetzt auch mal. Das Prinzip bleibt sich aber das gleiche. Und noch viel besser ist es, wenn ihr Flossen habt, weil mit den Flossen seid ihr fast gleich schnell wie der Hai und könnt dem Hai sogar nachschieben und ihn dann noch ein, zweimal stechen. Also stechen, nachschwimmen, warten, bis er wiederkehrt. So, jetzt habe ich ihn drei, vier Mal getroffen, statt nur einmal, was den ganzen Vorgang massiv beschleunigt. Und schon ist er tot. Das war jetzt viel schneller, als wenn er einfach nur, und ich auch gleich. Ja. Viel schneller, als wenn ihr einfach nur wartet, bis er kommt. Und jetzt wertvoll die Steaks. Der Kopf ist übrigens nicht nur als Schmuck, den könnt ihr später auch als Biotreibstoff gebrauchen. So, und jetzt habt ihr Zeit, ich habe es nicht gewusst, wie lange, aber deutlich länger, als wenn ihr nur den Haiköder auswerft. Das macht natürlich Sinn, dass ihr vorher auskundschaftet, wo die Abbaustelle ist. Hat hier gar nicht wirklich eine gute, ist aber auch egal, ging nur darum zu zeigen, wie ihr den Hai tötet. So, die Steaks werfen wir auf den Grill. Dieselbe Art tötet ihr auch diese Drecksmöwen. Entschuldigung. Die dann auch nochmal schön Schenkel geben zum Braten. Okay, hoffe, das hat euch was gebracht. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.